So, ups. Ah! Oh, ah, gut, das ist ein kleiner Arsch. Oh mein Gott. Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Subnautica. Es geht weiter und glücklicherweise gab es ein Update. Und zwar heißt das Update The Voice of the Deep. Also, es wurde genau das erweitert, was ich gehofft habe, es wird erweitert. Und zwar die Containment Facility unten im Lava-Biom. Wir dürfen da nochmal hinfahren. Hey, ich komme doch gerade erst her. Es gab noch andere Updates, wie zum Beispiel ein neues Interface. Oh mein Gott, ich mache es gerade zum ersten Mal selber auf. Unfassbar, guck mal, die ganzen Icons sind neu. Guck mal, ist das kleiner geworden? Der Segleiter ist auch kleiner geworden, oder? Der war vorher größer. Ich will das alte Interface wieder haben. Sprachaufzeichnung. Aquarien bieten ideale Gelegenheit, die fremden Tierwelt aus der Nähe zu studieren. Ah, guck mal, Bilder. Okay. Oh, meine Bilder sind weg. Meine Dingensbilder. Oh, hier sind die. Okay, cool, oder? Das ist neu. Ist auch mit ein paar Woll gewaschen. Unfassbar. Sind das alles gescannte Tiere? Ah, nee, gepökelte. Das sind alle Baupläne. Restlos, voll gut. Ach, sortiert. Meine Güte. Es gibt was Neues hier an Bord, auch des Zyklops. Ich müsste ein Video hochgeladen haben. Vor dem hier, und zwar mit dem Trailer, falls ihr es nicht gesehen habt, kann ich euch nur empfehlen. Guckt es euch an. Update-Info irgendwas, hoffe ich. Ist eigentlich offiziell noch gar nicht hergestellt, aber ich werde es davor hochladen. Wie auch immer. Es gibt ein neues Modul. Und zwar Zyklop-Triebwerks-Effizienzmodul. Das kostet gar nichts. Warum eigentlich nicht? Nehmen wir das einfach mal. So, dann tun wir das jetzt mal hier reinstöpseln, weil wir haben ja noch einen Slot. Es wurde auch einiges am Zyklopen geändert. Ich will jetzt nicht schon wieder alles aufzählen. Triebwerkseffizienz 200%! Meine Güte. Davon will ich direkt 15 da reinstecken. Okay, ja, ihr seht, Icons hat wurde geupdatet. Es gibt auch irgendwo so Röhren, wo die Pieper, die Kika oder wie die heißen, das sind jetzt ja Pieper, die Hauptfischwechselfische, durchschwimmen. Man weiß auch noch nicht warum. Mysterious Pipes auf jeden Fall. Es gibt noch eine Rettungskapsel und so weiter und so weiter. Wie auch immer. Wir müssen uns vorbereiten. Wir müssen los wieder ins Lava-Biom. Ich weiß ja, wie wir schneller dahin kommen. Ist zwar weniger schön, aber es ist auf jeden Fall ein bekannter Weg. Ich wollte eigentlich jetzt noch Beacons bauen, aber das können wir uns eigentlich jetzt auch schminken. Und reisen einfach direkt dahin. Ich könnte das Portal benutzen, aber ihr wisst ja, ich glaube, da so hinzuschwimmen wäre keine gute Idee. So, jetzt gucken wir mal gerade, ob ich noch irgendwas hier drin habe. Wir haben hier noch Schwefel. Oh mein Gott, jetzt muss ich mir neue Icons merken. Diamanten, Ionkristalle, Kyanit. Dann docken wir mal an. Okay. Okay, jetzt überlege ich gerade. Ich glaube, Kyanit und Schwefel lassen wir hier. Ich will das nicht unbedingt mitnehmen. Falls wir untergehen in glorreicher Manier. Ich glaube, das Erste, was ich mache, ist, wenn das U-Boot explodiert, ist die, die Upgrades rausnehmen. Fire Suppression und Dingens. So, jetzt gucken wir gerade. Habe ich irgendwo noch... Ne, hier ist noch Platz. Metallschrott. Ja, warte, das nehme ich vielleicht mit. Davon nehme ich... 1, 2... Warte mal. Ich brauche noch ein bisschen... Ah, oh, ist alles so neu! Boah! Ich hätte eigentlich eine neue Staffel anfangen müssen, aber wir sind halt mittendrin, deswegen, meine Güte. Schauen wir dem geschenkten Gaul mal nicht ins Maul. So, das finden wir auch da unten. Ionenkristalle ist so eine Sache. Die brauchen wir eventuell für... Dingens. So, haben wir denn noch, haben wir denn noch Karten? Was brauchen wir? Diamanten, genau. Wir nehmen auch Diamanten mit. Warte mal, habe ich doch hier 1, 2, 3, 4. Die kommen auch mit. Dann noch ein bisschen Titan. Und wir sollten sie... Oh, guck mal hier. So eine Energiezelle, 100%. Sind die alle aufgeladen? Sehr gut. Hervorragend. 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 Da sind noch mehr Triebwerkseffizienzmodule. Die heißen jetzt nicht mehr Energieeffizienz, sondern Triebwerkseffizienzmodule. Ach so. Ich hab verstanden. Das hier ist Zyklop-Druckkompensator. Okay, das haben wir schon. Okay, ist alles gut. Ja, wir müssen noch Wasser mitnehmen. Zwar nicht so viel, aber ist besser. Wow, wow, wow. Ah, das lassen wir hier. So, das Salz bleibt hier. So, okay.
Batterien. Medikits haben wir immer genug eigentlich. Ich brauche Silikon. Wir gehen jetzt mal das kurz zurückbringen. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Keine Sorge, ich beeile mich schnell. Ich muss nur ein bisschen Silikon machen, weil Silikon ist auf jeden Fall super duper wichtig für uns. Kiste. So, ein bisschen Titan, Diamanten, Energiezellen, die holen wir gleich wieder raus. Und, so. Wir haben genug Melonen angepflanzt. Ich könnte die Bäume auch wegnehmen und da Melonen reinpflanzen. Aber egal. Erstmal brauchen wir Silikon. Ich bin gespannt, wo diese Röhren sind. Das sind irgendwie so Ventilatoren, wo so die Fische reingesaugt werden. Wie so kleine Infofische, ja? Als wenn die Nachrichten von A nach B transferiert hätten. Okay. Achso, die Facecam ist immer noch aus, weil es einfach viel zu warm für die Facecam. Könnt ihr knicken, dass ich die anmache, weil die ganzen Lampen und so ist einfach viel zu warm und ich habe hier Ventilatoren vor mir stehen und alles und es geht einfach gar nicht. Ja, ich habe nur 3 mitgenommen, im Ernst. Hey, guck mal, da sind 2 Silikon rausgekommen, das kann nicht sein. Bin ich verwirrt. Hey, cool! Es sagt, es braucht 2, aber es... Oh mein Gott, das ist ein Bug, den müssen wir gerade mal ausnutzen. Silikon, ich komme! Unfassbar. Obwohl, es kann sein, dass sich das stackt, oder? Habe ich das irgendwie... Komm, wir gucken nochmal gerade. Aber 2? Meine Güte. Komm schon. Okay, so. Wir haben alles. Wir fahren jetzt los. Oh Mann, ey, meine Stimme ist immer noch kaputt von vom Stream und vom gleichzeitigen Aufnehmen. Da ist echt tote Hose. So, okay. Wir nehmen auch mal ein Schmiermittel. Braucht nur noch eine Schlingpflanze. Das ist ja gut. Nee, es braucht nur ein da steht's doch. Schlingpflanze Büschel 1 und kriegt 2 Silikongummi. Ich liebe euch, Unknown Worlds. Ihr macht die besten Spiele. Danke. Das war echt... Boah, meine Güte. Diese riesen Büschel und dieser kleine Ertrag, der da rauskam. Guck mal, für Silikon. Ist voll die langweilige Ressource jetzt geworden. Boah, Silikon. Voll langweilig. Okay. Zellen. 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe ja eine Ionzelle drin. So, dann schließen wir mal alles an. Energie einleiten. Der Motor wird jetzt auch wohl leise. Die Community hat sich ein bisschen beschwert, dass das T-Club-Upgrade ein bisschen besser hätte sein können. Und dann haben sie das direkt nochmal angeglichen. Habe ich Ersatzzellen gegen diese scheiß Lava-Fischies eigentlich? Weiß ich nicht. Ich will jetzt aber auch, ich würde jetzt gerne Bojen bauen, aber da, wir haben eine Zelle, 100% für Notfallstrom. Haben alles eingebaut, wir haben das, ich bräuchte eigentlich den, eine der Kanonen. Komm, wir gucken mal gerade, was ich dafür noch brauche. Ich brauche doch eigentlich noch, da bist du wohl. Die Schubkanone vielleicht mal. Erweiterter Kabelsatz, Batterien, pass auf. Da ich nicht weiß, ob wir den brauchen, nehme ich mal wenigstens Korallen mit. Das ist das Einzige, was wir nicht irgendwo finden. Alles andere kann ich eventuell suchen. Deswegen kommen die kleinen Kacker mit. Das ist das Einzige, was wir nicht irgendwo finden. Ich weiß halt nicht, ob wir die Schubkanone mal irgendwie brauchen oder so. Ich finde die halt so sinnlos. Guck mal da, das sind die Kicker. Die schwimmen irgendwie durch so Röhren. Aber ich habe hier noch keinen entdeckt. Werden wir noch. So. Es gibt auch neue Teleporter. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ich will mich ja nicht ultra spoilern lassen. So, wir haben jetzt... Oh, 10 Minuten um. Okay, aber das ist gut. Reicht noch, um anzukommen. Oder mehr. So, los geht's. Operation. Ich verbrenne Teil 2. Ich verbrenne schon wieder. Engine off. Oh mein Gott, wie geil. Oh, oh, wir haben kein Tube, das hätten wir vielleicht... Oh, hier, guck mal, Zyklop-Schildverteidigungssystem aktivieren. Schleichfahrt gehen. Oh, das ist jetzt neu. Hm, okay, warte mal, jetzt muss ich gerade über... Vielleicht brauchen wir doch nochmal so ein...
Kupferdraht, nee, ist zu teuer. Also, Gentlemen, start your engine. Maschinen hochfahren. Engine powering up. Woo! Cool! Sieh jetzt an. Geil. Rig for silent running. Woo! Es geht aber nur kurze Zeit an, oder? Oh, das kostet jetzt bestimmt Strom. 89? Oh je. Ja, Schild kostet viel Strom. So, wir müssen an den vorderen Teil der... Guck mal, oh, guck mal. Jetzt muss ich da die ganze Zeit hingucken, wie sich das dreht. Wir sind auf jeden Fall schneller, das merkt man. Excessive noise. Wir haben Energie verloren. Nee, es ist das Schild, ne? Ja, es ist das Schild. Müsste der Schild sein. Wow. Oh Mann, ich erschrecke mich immer. Wow. Engine overheat? Oh, das ist auch neu. So, wir fahren runter. Hoffentlich war das jetzt nicht zu überstürzt, aber da ist eine Kiste, die nehmen wir jetzt mal gerade mit. Vielleicht ist da eine Energiezelle drin. Kupfererz. Ich überlege gerade. Wie weit ist denn das weg? Ist direkt hier, ne? Pass auf, das nehmen wir mal mit. Das ist wichtig. Das brauchen wir unbedingt. Kupfer ist aus. Welcome aboard, Captain. All systems online. Das ist wichtig. Da müssen wir mal gerade anhalten. Los, Franz Walter. Abdocken! Wiiu, da ist es doch schon. So, komm mal her. Werde mein. Stecken den Arm tief rein und bohren direkt am Herzen. Guck, wie viele Upgrades wir haben. Oh, wir haben sogar noch einen frei. Mehr. La 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 la. Und? Ist noch einer? Noch einer ist noch dran. Nee, oder? Ich glaube, es ist vorbei. Ist vorbei. Man kann es auch übertreiben. So! Schönes Kupfererz. Sei mein... Oh, was war das denn? Voll der Sound. Okay. Das kennen wir ja schon. Neue Sounds. So, das haben wir. Wir haben Kupfer, wir können eine neue Tube bauen. Das ist hervorragend. Jetzt müssen wir gucken, wo geht die Luke nochmal auf? Hier, ne? Ne, da ist die Luke. Luke! Ke. Ich glaube nicht, dass wir rechtzeitig unten ankommen, aber... Es ist eine Odyssee. Ich kann mich auch jetzt nicht zu sehr beeilen. Ich sollte auch mal einen Gang zurückschalten. Ich bin wieder am Hetzen. Ich muss jetzt gleich sowieso langsam fahren. Hinten sind zwei Leviathane. Übermäßiger Lärm. Es wurde auch noch mehr verdeutscht. Deutsch. Ach, guck mal. Was ist das denn da für eine Pilzkolonie? Die gab es hier sonst auch nicht. Oder? Ich habe hier sonst nie Pilze gesehen. Noch weiter. Ich wollte jetzt eigentlich mal andere Sachen erkunden, aber jetzt müssen wir hier wieder zurück. Aber es gibt noch so viel zu entdecken, meine lieben Freunde und Freundinnen. Ja, der Schleichfahrtmodus ist jetzt da. Okay. Wir fahren jetzt so lange, bis... wir einen der Prinzessinnen sehen. Können wir noch 1500 Meter tief tauchen? Warning, ja, das ist kein Problem. Ich
Ich kann jetzt nicht auf die Kamera gehen, sonst kann ich nicht hier umschalten. Ich meine, es geht immer noch nicht. Kameralicht an, aus, Kamera wechseln. Man kann aber immer noch nicht effektiv da rausgehen. Hey, die sind gar nicht mehr da. Ey, das ist ja gut. Hervorragend. Die sind echt weg. Was ist denn hier los? Müssen wir das Loch finden? Oh. Wow, Mann, das ist auch immer beängstigend hier. Das ist echt gruselig. So das Gruseligste überhaupt. So, ups. Ah! Oh, ah, gut, das ist ein kleiner Arsch. Oh mein Gott. Ja, ich weiß. Oh, mein Herz. Schwimmt er mir aber auch in die Kamera. Meine Güte. So. Ja, guck mal, wenn ich das... Guck mal, dann seht ihr auch die Zahlen unten, sobald ich das aufmache, links unten. Ach, jetzt habe ich das Scanner-ROM-Hard-Ding mitgenommen. Hätte ich auch weglassen können. Okay, es geht weiter. Ist jetzt... Silent Running geht immer nur... Oh! So haben die das gemacht. Auf Schleichfahrt gehen geht immer nur einen Moment lang, oder was? Die Penner. Ich sehe schon, weil der Motor geht dann aus, oder was, ne? Greift er jetzt wieder an? Oh, guck mal, wie viel Quarz hier ist, meine Güte. Und da ist auch Kupfer. Hier sind Reaper. Ja. Das ist jetzt ein Problem. Ich meine... Das ist jetzt ein Problem. Aber ich habe den Schild. Der Schild wird immer getroffen. Das ist das Gute. Guck mal, jetzt sind sie gelb. Guck mal, der ist sogar... Okay. Wo ist der Eingang? Wo ist denn der Eingang? Wahrscheinlich hinter uns. Oh, guck mal, der bringt mir sogar Schrott. Fein. Die sind doch nett. Gut, dann nochmal. Engine powering up. Rig for silent running. Ne, nach vorne müssen wir. Komm schon, du Erdloch. Wo bist du denn? Da ist es. Morning, calibrating. Au. Ja, hier ist gut, hier ist gut. Das sieht doch vulkanisch aus. Oh Mann, das ist so scheiße dunkel hier unten. Jetzt fängt das schon wieder an. Okay. Also, ich muss sagen, durchs Lost River Biome fahre ich immer noch lieber. Gucken, ist es Nacht draußen? Sonst schlafen wir mal kurz eine Runde. Weil, dann sehen wir vielleicht auch mehr. Sehr gut. Ich denke, wir sehen aber trotzdem nicht mehr. Unser Sicht gleich null. Schon geil mit dem großen Licht an. Sehr gut, wir sehen nichts. Na gut. Könnt ihr den Weg mal ausleuchten? Das wäre mir eine Idee. Aha. Ah ja. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was wir tun. Aber was ist schon richtig? Das ist nur ein Krater. Scheiße, das gibt's doch nicht.
Mann! Hatte ich doch bloß diesen Scanner installiert. Was kostet der denn? Gibt's doch nicht. Ah, ich muss mich gerade kratzen. Ah, so. Polyanulin. Dafür brauchen wir. Gold und Salzsäure. Salzsäure kriegen wir durch Tiefenpilz und Salzverkommen. Ach, scheiße. Wir sind gefangen. Ich geh mal grad gucken. Wir gehen mal so gucken. Wir sind nicht gefangen, aber wir sind verloren. Also. Da geht's nicht weiter. Ach, guck mal, jetzt sehe ich auch viel mehr. Guck mal. Ach, wir sind schon in der Höhle. Wir sind auf jeden Fall schon reingefahren. Einfach weiter geradeaus. Oh, wie das aussieht. Ich habe schon ein bisschen Angst. Die Geräusche sind auch neu. Es gibt viele neue Geräusche. Na gut, Leute. Ich muss sie abspeichern. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Es tut mir leid. Wir sind noch nicht angekommen. Und ich weiß nicht, wie lange das dauert. Aber wir spielen Hardcore und ich darf nichts übereilen. Was ich sowieso schon tue. Also bis zur nächsten Folge, Subnautica. Bis dahin. Haut rein, Leute.